Natürlich findest du ein erheblich verbessertes Raum-Zeitgefüge vor. Deine Gedanken bilden doch andauernd das Zeit-Raum-Kontinuum, in dem du dich andauernd bewegst. Das ist doch, darum geht es doch. Die Macht deines Denkens wird alles, aber auch wirklich alles, so hervorbringen, dass du dich in genau dem Gefüge befindest, was dein Bewusstsein, ausgedrückt durch deine Gedanken, selbst hervorgebracht hat. Und natürlich können deine Gedanken dich andauernd erhellen, andauernd dein Bewusstsein erhellen. Du bist das ultimativ weiße Licht deines höchsten Bewusstseins und deine Gedanken werden es immer erhellen, so wie du dahinter gekommen bist, dass es in deiner Macht steht, dein eigenes Bewusstsein zu erhellen. Nicht das Bewusstsein der anderen und auch nicht darüber herum zu diskutieren. Ich sagte ja gerade eben schon, ein Mensch würde es sehr, sehr schwer haben, dich davon zu überzeugen, dass du mit allem falsch liegst, wenn du weißt, dass du das weiße Licht deines Bewusstseins bist. Das ist dann unmöglich. Es ist wirklich merkwürdig, aber ich hatte vorhin etwas nachschauen wollen in meinem E-Mail-Verkehr da, meinem Postverkehr. Und mir ist aufgefallen, wie oft ich dabei von Werbung unterbrochen werde. Wie oft andauernd irgendeine ganz wichtige Nachricht da zufällig mal auf mich einströmt. Was da, also was heißt auf mich einströmt, aber mich andauernd von irgendwas ablenken will. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass der Zustand der Medienwelt exakt die Gedanken der Menschen widerspiegelt. Aber ganz haargenau. Und dass die meisten Menschen dann ja auch wunschgemäß von anderen gewünscht darauf anspringen. Und keiner achtet mehr auf sich selbst. Aber glaub mir, wenn man einmal begriffen hat, dass man selbst das Gefüge, das Gebilde errichtet, in dem man sich selbst immer wiederfindet, dann wird man nie etwas anderes zu tun haben, als seine eigenen Gedanken dazu zu bringen und das eigene Denken dazu zu bringen, einen immer wieder heilig zu sprechen und frei zu sprechen. Das gilt besonders in einem Leben wie dem diesen. Das gilt besonders für ein Leben wie dieses hier. Ganz einfach deshalb, weil ja offenkundig andauernd alle Menschen auf einen einlärmen. Mit großem Hallo, die dich da oder da oder dahin führen. Und ehrlich gesagt, ich habe keine große Lust darauf zu warten, bis ich wieder in einem Leben sitze, in dem man offenkundig nichts anderes zu tun hat, als mich klein zu hacken. Ich will ich einfach nicht. Das ist also, wenn dann immer alle sagen, ja, wieso die Bibel hier, die Bibel da, und entschuldigt bitte einmal, bibeltreue Christen haben wir nun wirklich zuhauf. Und ich möchte euch eines sagen. Das ist alles richtig, alles gut und richtig, was die Menschen sagen, wenn man zurück ins 2. Jahrhundert nach Christus will. Aber ganz bestimmt habe ich das nicht vor. Wenn meine Gedanken mein Raum-Zeit-Kontinuum bilden, dann sorge ich dafür, dass es kontinuierlich, daher auch das Wort Kontinuum, dass es ganz kontinuierlich dabei bleibt. Das Wort Raum-Zeit-Kontinuum ist nicht nur deshalb so interessant, weil es bedeutet, dass es das ganze Gefüge von Raum und Zeit ja in einem selbst errichtet und das tut ja jeder Mensch bei sich selbst, sondern dass es auch heißt, dass man kontinuierlich dabei bleibt. Ich will damit sagen, dass es mir nicht morgens um 8 Mal einfällt, ich bin das weiße Licht meines Bewusstseins und dazwischen zanke ich mich dann mit allen rum. Das klappt irgendwie nicht. Gar keine Frage, ein Gewitter reinigt die Luft. Aber man kann es auch übertreiben mit den Regentagen. Und ich bin der Meinung, dass du dahinter gekommen bist, dass du in der Tat die Sonne deines Lebens bist, einfach deshalb, damit du das Gebäude in dir selbst errichtest, in dem du später auch dann zu sein pflegst. Du bist es sowieso andauernd. Wenn ich jetzt andauernd überhastet dabei bin, allen anderen berät zu erklären, dabei zu helfen, ja, das müsst ihr machen, das könnt ihr machen, das könnt ihr tun und so etwas, vergesse ich doch meine eigenen Sachen. Und noch etwas, so faszinierend die Materie auch ist, die Mathematik ist faszinierend, ist gar keine Frage. Aber sie zeigt nur eins, dass alles sich sehr folgerichtig und sehr logisch aufeinander aufbaut. Wenn ich nun begriffen habe, dass ich selbst der Erbauer meines Raum-Zeit-Kontinuums
konnte ihn umspinnen. Meines Herz, meines Raumzeitgefüges, meines Raumzeitgebäudes, indem ich sehr viel Raum einnehme und sehr viel Zeit investiere, nämlich meine gesamte Lebenszeit. Dann ist mir auch klar, was ich in diesem Leben zu tun habe. Und wobei meine Gedanken wohl sehr strikt bleiben werden. Vergiss das bitte nie, das Universum wird nicht aus dem errichtet, was wir alle so folgerichtig sagen und denken. Das kann uns manchmal ganz gewaltig auf Abwege führen. Sondern das, was wir für ein Gefühl dabei hatten. Das Universum errichtet sich aus unseren Emotionen. Und nicht aus allem anderen oder aus dem, was wir wohl sagen oder berechnen. Dann können wir zwar mit der Materie, die uns umgibt, umgehen, aber das sagt auch sehr, sehr wenig über unsere Emotionen aus. Und in welchem Gedankengebäude wir uns dann später befinden. Und das ist aber gerade mal das, was mich interessiert. Weniger, dass ihr im Gedankengebäude ihr euch befinden werdet, das kann mich nicht interessieren, denn dafür seid ihr selber verantwortlich. Wohl aber interessiert es mich, in was für einem Gebäude ich mich wiederfinden werde. Das interessiert mich sehr. Und ich bin ziemlich sicher, dass es bei dir nicht anders ist. Für meine eigenen Gedanken oder Vorlieben oder so wirst du dich eigentlich nicht sehr interessieren. Für dich selber schon. Agatha Christie hatte wirklich eine bezwingende Logik in ihren Romanen, nicht wahr? Also da ist nicht ein Gedanke, der sich nicht logisch auf den anderen aufbaut. Und das ist im Universum genau das Gleiche. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Und da können sich Damen und Herren auf den Kopf stellen, der Wissenschaft und Forschung und tralala, die können sich auf den Kopf stellen, das wird nicht anders sein. Jetzt guck dir doch mal gut an, wenn du sagst, okay, da fühle ich mich hingezogen, da will ich auch ganz gerne hin. Guck dir gut an, wie die Menschen da mehrheitlich denken und was für ein Gefühl es in ihnen auslöst. Ein Gefühl des vorübergehenden Triumphs nützt nichts. Das haben wir ja nun in diversen Staaten dieser Welt hier vor Augen. Dann würde ich doch mal vorschlagen, übrigens auch in unserem. Also da würde ich doch mal vorschlagen, wir gucken uns mal unsere eigenen Gedanken sehr gut an. Und dann schauen wir mal, was für ein Gefühl es in uns auslöst. Und wenn es ein gutes ist, dann frag dich, warum eigentlich? Wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass ich meinen Nachbarn da mal ordentlich zur Schnecke gemacht habe und ihm irgendwas geklaut habe, dann ist das Gefühl vielleicht ein vorübergehendes Gutes, aber ich glaube auf die Dauer nicht. Es gibt auch diesen legendären Postraub, nicht? In England. Ja, ich glaube, die Leute, die daran beteiligt sind, die hatten ständig Angst, erwischt zu werden. Also ich weiß ja nicht so, und es endete, glaube ich, auch nicht besonders gut. Also bitte nimm mir das nicht übel, so pfiffig einige Sachen auch sind, aber bitte überlege gut, bei was habe ich ein wirklich gutes Gefühl? Versteh mich bitte recht. Darf ich mal so ein ganz profanes Beispiel nehmen? Wenn ich im Kaufhaus eine Tafel Schokolade klaue, dann ist das wohl letztendlich für das Kaufhaus ja das zu verschmerzen, nehme ich mal stark an. Aber irgendwie bleibt ein ungutes Gefühl bei mir. Es geht doch gar nicht darum, ob ich rein rechnerisch belegen könnte, dass diese Tafel Schokolade vielleicht auch sowieso mal irgendwann auf den Müll gekommen wäre, weil es dann anschließend keiner gekauft hätte oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es geht darum, dass man selber kein gutes Gefühl dabei hat. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die, gibt da so Kleptomanen oder sowas, dass die ein gutes Gefühl dabei haben. Sie betrügen sich selbst. Es geht doch gar nicht darum, dass man später aufrechnen kann, dass es letztendlich keinen Schaden angerichtet hat. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man innerlich etwas tut, von dem man ganz genau weiß, dass man es selber eigentlich gar nicht tun möchte. Man hasst sich dafür. Ich habe einmal gehört, das war in so einer Sitcom, da hat jemand gesagt, wieso, ich bin eine Frau. Dazu gehört, dass ich mir Hochglanzmagazine angucke und danach meinen Körper hasse. Ja, sag mal, was soll denn das jetzt für ein Quatsch? Ich bitte dich. Was ist das denn für ein Unsinn? Aber ehrlich gesagt, andauernd werden die Menschen dazu gebracht, dass ihre Gedanken sich mit etwas beschäftigen, was im Grunde genommen völliger Unsinn ist. Ich meine, ich lese keine Hochglanzmagazine. Aber ich kann mir in etwa vorstellen, was drin steht. Und ich frage mich, was soll das?
Ich glaube, in dem Videotext wird manchmal gesagt, dass irgendjemand hat ein Kind bekommen oder sowas. Darf ich fragen, wen das interessiert? Ich meine, wenn in meiner Familie sich Nachwuchs ankündigt und ich bin da halt ganz involviert dabei, dann bin ich natürlich begeistert dabei und vielleicht kriege ich sogar ein Babyjäckchen oder sowas. Aber es ist eigentlich doch, das ist doch nicht zu fassen, dass wir uns allen ernstes mit so etwas beschäftigen. Wozu? Abgesehen davon, dass ich glaube, dass dann über irgendwelche prominenten Leute da oder die es gerne wären, sagen wir es mal lieber so, heute haben wir glaube ich keine Prominenten, sondern wir haben nur die es gerne wären, ich weiß es nicht. Aber eines ist sicher. Ist das immer mit einer Menge Klatsch und Häme geht das so einher? Und, Entschuldigung bitte, kann auch kein Mensch gebrauchen. Was soll denn das? Eben, was soll das? Was soll das? Was würde es mir für ein gutes Gefühl geben, wenn ich irgendjemand, der mich überhaupt nicht angeht, genau weiß, was in dessen Familie los ist? Was soll das? Was mich aber interessiert, ist, was in meinen Gedanken los ist. Ach, das interessiert mich schon sehr, weil das richtet mein Raum-Zeitgefüge. Weißt du, was das heißt, Raum-Zeitgefüge? Ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, abgesehen von der physikalischen Erklärung. Ich meine einfach damit, dass dein Raum, das ist der Raum, den du deinem Leben annimmst, erfüllt wird von den Elementen, mit denen du deine Zeit erfüllst. Du denkst doch andauernd irgendwas. Und das versetzt dich doch in irgendein bestimmtes Gefühl. Und das bildet oder das errichtet deinen Raum, in dem du lebst und dem sich alles anfindet, was mit dir gleich und ähnlich denkt. Und jetzt überlegen wir uns mal, was dabei rauskommt, was wir so dachten. Bis hin zur Atombombe. Okay, sorry, haben uns halt geirrt. Dann ändern wir das Ganze eben wieder. Schmeiß den ganzen Müll aus unseren Gedanken raus. Dann fühlen wir uns doch alle gleich besser. Ich dachte, ich sollte das immer mal wieder so sagen. Es gilt hier, ich meine, die Menschen, die das jetzt hier schon länger kennen, die brauchen das, was ich sage, nicht mehr in Zukunft. Wirklich nicht. Ich lege wirklich keinen Wert darauf, Abonnenten zu verlieren. Aber ihr werdet verstehen, dass sich das, was ich sage, sich immer irgendwie wiederholt. Das muss ich auch wiederholen, denn ich meine, das ist jetzt gerade mal meine Sache hier in der Welt, dass ich euch allen das immer wieder nahebringe und erkläre, damit sich das bei mir selbst einimpft. Es ist doch nicht so, dass ich hier wie ein Märtyrer dastehe und das alles nur für alle anderen mache. Durchaus nicht. Ich mache das auch, um es mir selbst immer wieder zu erklären, es immer wieder mehr vor Augen zu führen. Aber wenn ich das schon bei mir mache, kann ich, oh Gott, dann teile ich es halt mal so aus. Mal gucken, wer es haben will. Das sehen wir dann ja. Aber wichtig ist doch eigentlich nur, dass du begreifst, dass du an deinem eigenen Lebensgebäude da werkelst. Und deine ganzen fortlaufenden Leben, die sich einander reihen wie ein Tag dem anderen, ist dafür da, dass du dein eigenes Gebäude da instand hältst. Ähnlich wie man ein Schloss baut, dann muss man immer wieder dafür sorgen, dass es auch wieder geputzt wird und dass selber geputzt wird und dass selber poliert wird oder so etwas. Den einzigen Gedankenfehler, den wir gemacht haben, war, dass wenn ein Schlossherr sozusagen seine Angestellten einstellt, seine Angestellten ja das Gefühl haben, sie machen es ja nicht für sich, sie machen es ja für denjenigen. Und dieser Gedanke hat uns eine ganze Menge Probleme bereitet. Denn natürlich ist es völlig idiotisch. Gut, das funktioniert in unserem Gefüge, ist das gerade mal so, in unserer Zeit ist das so. Klar, wenn ich irgendwo angestellt bin, sagen wir mal, ich arbeite in irgendeinem Schloss und bin da, was weiß ich was, ich bin da die Reinmacherfrau oder bin dafür zuständig, das Silber zu putzen oder so etwas, dann putze ich ja nicht mein Silber, sollte man doch meinen. In einer himmlischen Sphäre wäre das nicht möglich. Da, wo ich daran arbeite, das gehört dann auch zu mir. Es ist völlig absurd, dass eine Frau, sagen wir mal, 25 Jahre lang ein bestimmtes Silber immer putzt und sie dann nicht auch gehören würde. Natürlich tut es das. Es geht doch rein darum, dass sie dafür im Monat Geld bekommen hat. Aber das ist eine Gedankenschiene, auf der noch nicht viele sind. Sie begreifen es nicht. Und gar keine Frage heute, also hier in unserer Justiz und nach unserem Dafürhalten,
wäre das natürlich ein Unding, dass dann eine Frau sagt nach 25 Jahren, okay, und jetzt ist es ja wohl meins, dann nehme ich das mal mit nach Hause. So einfach ist das dann nun wirklich nicht. Wir müssen verstehen, dass das, wo wir uns täglich bemühen, worum wir täglich denken, dass das wirklich zu uns gehört. Womit ich täglich beschäftigt bin. Andauernd, das ist mein Sein, das ist mein Ich, das präsentiert mich doch. Und ich denke, wenn wir dahinter kommen, haben wir sehr viel verstanden. Und wir haben auch viel verstanden. Es geht nur darum, dass wir begreifen müssen, dass wir das, was wir haben wollen, niemals mit der Waffe in der Hand durchsetzen können, sondern immer nur durch das Errichten oder nur durch das Erlangen, was wir in unseren Gedanken an Energien freilassen. Und wir entlassen andauernd Energie. Wir schleudern andauernd Energie durch den Raum. Das tun wir andauernd. Ich bin sehr beeindruckend, was da in CERN da los ist. Also toll, was sie alles so analysieren und wie schnell ein Neutron ist und wie schnell ein Elektron ist und wow, klasse, wow. Mich wundert nur, dass keiner der Damen und Herren der Wissenschaft begriffen hat, dass das, was ihre Gedanken in ihren Köpfen loslassen, dass das ebenso schnell ist, dass ihre eigenen Neutronen und Neuronen und Protonen und tralala ebenso schnell in ihrem eigenen Körper unterwegs sind und dass sie genau das Gefüge errichten, in dem sie dann später sein werden. Es ist manchmal schon erschreckend, was wir so hervorgebracht haben. Der Film Oppenheimer ist ja wohl in den Kinos jetzt, wo es dann um die Erfindung der Neutronenbombe geht. Und es ist gar keine Frage, das war eine dramatische Zeit. Die Nazis hätte sein können, ich glaube, es war Heisenberg, ne? Der für die Nazis jedenfalls arbeitete, also ein Physiker, der für die Nazis arbeitete und dabei war, die Atombombe zu entwickeln. Und die Amerikaner waren einfach nur eins, alarmiert. Mein Gott, man stelle sich vor, die Atombombe in Händen der Nazis und ein Wettlauf mit der Zeit begann. Am Ende des Krieges waren die Amerikaner ziemlich überrascht, dass Heisenbergs Forschung gar nicht so weit gekommen sind. Also dass die waren weit vom Himmel, weit von dem Bau einer Atombombe entfernt. Aber die Amerikaner waren es nicht. Und wie das eben so ist, kaum haben wir ein Spielzeug, wollen wir es ausprobieren. Also es ist ein sehr dramatischer Film, auch mit einer tollen Filmmusik. Also wenn du Lust hast, ich meine, dann geh halt ins Kino, guck ihn dir an, vergiss dein Popcorn nicht, das unterhält dann die ganze Sache dann noch besser. Ich habe für solche Sachen ein wenig Spott übrig, wenn du verstehst, was ich meine. Ich meine, ich lache nicht über die Menschen, die ins Kino gehen, ich lache nicht über die Menschen, die in seinem Film mitgespielt haben und ich lache auch nicht über den Regisseur. Überhaupt nicht. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass uns nicht auffällt, was wir mit unseren Gedanken hervorbringen. Das finde ich faszinierend. Dass wir gar nicht begreifen, was wir mit unseren eigenen Gedanken eigentlich, wo wir da immer hintappern und dass wir eigentlich immer genau das vorfinden, was unseren eigenen Gedanken entspricht. Und das wundert uns nicht. Das finde ich faszinierend. Ein altes Sprichwort, nach dem Motto, jeder kehre vor seine eigene Haustür. Also jemand kümmert sich hier bitte um seinen Kram und da ist was Wahres dran. Das Spannende hierbei ist jetzt Folgendes. Der Satz, dieses Sprichwort, das hat mir eine Leserin oder eine Hörerin hat mir das mal geschrieben, das hätte ihre Oma schon immer gesagt. Nicht? Also jeder kehrt bitte vor seiner eigenen Haustür. Das Spannende dabei ist Folgendes. Es geht ja nicht nur um die Haustür. Es geht ja um dein inneres Selbst auch. Es geht um das, in dem du lebst. Wenn das nun aber frei von Belastungen ist, wenn das frei von auch Selbstvorwürfen ist, ja, dann kann dir keiner mehr etwas anhaben, weil die Verbindung dazu ja fehlt. Du wärst sicher wie in deinem eigenen Schoß und in Abrahams Schoß, sagt man ja, aber ich würde in diesem Fall doch bevorzugen zu sagen, du wärst sicher bei dir in deinem höchsten Selbst, weil da kann dir keiner was anhaben. Du darfst nur noch nicht ganz rein, weil deine Gedanken noch zu belastet sind und du selbst hast da Wachposten vor die Tür gestellt und gesagt, ich werde jetzt wandern. Aber und wenn ich wieder zurückkomme, lass mich erst wieder rein, also in das eigene Häusle sozusagen, meinetwegen auch in das eigene Schloss, lass mich erst wieder rein, wenn ich
eine Spur von Belastung in mir ist. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass ich mit den ganzen Belastungen, die ich da draußen reingesammelt habe, dass ich die dann alle mit in mein eigenes trautes Heim da reinschleppe. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Natürlich hast du ein höchstes Selbst als Obdach und natürlich hast du ein höchstes Selbst als großes Gefüge um dich herum. Aber natürlich hast du das. Zweifel daran doch bitte nicht. Aus diesem ganzen Durcheinander kommen wir, also in diesem ganzen Durcheinander stecken wir alle. Aber aus diesem wirklich erhobenen Sein, am erhobenen Bewusstseinszustand, ja, da kommen wir doch alle her. Und wir haben, als wir uns dafür aufgemacht haben, um ein bisschen durch die Gegend gegenzuwandern, haben wir eines uns ausbedungen und haben eins hundertprozentig sichergestellt, dass wir auf keinen Fall wieder zurück in unser gehobenes Bewusstsein kommen, wenn noch irgendetwas in uns ist, Gedanke, Gefühl, was auch immer, dass das in irgendeiner Weise verzerren könnte. Das haben wir selbst gesagt, wir wollten es ja auch nicht. Das hätte dir gerade noch gefehlt. Das in deinem wirklich, sagen wir mal so, du hast ein tolles Wohnzimmer, einen hellen Teppich und allem drum und dran. Und da kommt da jemand mit seinen Schlamm und Lehm und mistbeschmutzten Gummistiefeln da reingelatscht. Nee, Leute, so geht's nun wirklich nicht. Ins Allerheiligste darf ich erst dann, wenn meine Gedanken mich allerheilig gesprochen haben. Von allem. Mit allem. Das ist ja nicht so schwer zu verstehen. Aber eben, da muss die ganze Häme weg, die ganze Überheblichkeit muss weg, dieses sich über andere Menschen erhaben zu denken muss weg. Dass man sich selbst erhebt mit seinen eigenen Gedanken, ist gar keine Frage. Natürlich habe ich ein erhobenes Bewusstsein. Natürlich kommt das ganz oben irgendwo und ich komme da jetzt mittlerweile auch ran. Aber erst nachdem ich mich von aller Häme und allem Übel und was weiß ich was alles befreit habe. Aber das sagen mir doch meine Gedanken, ob ich es getan habe oder nicht. Meine Gedanken sprechen mich heilig, niemand sonst. Das setzt natürlich jetzt bei, jetzt spricht natürlich leise weinend, weil sich das Bewusstsein ja nun immer mehr durchsetzt. An der Orten, nicht bloß hier bei mir, sondern generell. Das setzt sich ja nun mittlerweile, das meldet sich ja schon an. Das hat ja schon seine Vorzeichen. Und jetzt bricht natürlich in einigen Rängen, also in eigenen Rängen der Politik oder der Wirtschaft oder der Kirchen, Religiösen und so weiter und so fort, die Panik aus. Jetzt bricht da Panik aus. Denn die fragen sich natürlich bei all dem, was sie so alles erreicht haben und was sie alles so hingekriegt haben, jetzt fragen sie sich natürlich, und wo bleibe ich jetzt eigentlich? Wenn auf einmal wenn auf einmal allen Menschen auffällt, dass sie sich erstmal um sich selbst kümmern müssen. Wo bleiben sie denn selbst, wenn sie nie gelernt haben, sich um sich selber zu kümmern? Sie haben vielleicht gelernt, irgendwelche Sachen zusammenzuraffen, das glaube ich ihnen schon. Oder Beifall beim Publikum zu suchen, dass sie das gedacht haben, sie gelernt, ja, das weiß ich wohl. Das wissen wir alle. Aber wenn auf einmal der Beifall ausbleibt, was dann? Was dann? Wenn alle Menschen angefangen haben, oder wenn sich viele Menschen in der Medienwelt ganz besonders, wenn viele Menschen nicht nur auf Kosten der anderen, aber doch zumindest durch deren Applaus sich bei anderen zu profilieren, wo bleiben sie dann selbst? Wäre doch mal eine interessante Frage, nicht wahr? Und ich habe längst begriffen, dass meine Gedanken mich heiligen müssen. Und nicht meine Gedanken müssen mich freisetzen. Natürlich. Du kannst von einem Menschen, der begriffen hat, dass er das weiß, der Distanz eines Bewusstseins ist nicht diskutiert. Und ich da sagen, ja, wieso, aber und so weiter und so fort. Aber guck mal, was du da alles machst und so. Keine Diskussion. Und kämpfen musst du deswegen auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da bei sehr vielen jetzt die Panik ausbricht. Ganz einfach deshalb, weil wenn man immer nur gelernt hat, vor anderen gut dazustehen, man leider vergessen hat, vor sich selber gut dazustehen,
Das ist blöd und das kann einem keiner ersetzen. Selbst wenn, oder das kann keiner ausbügeln, selbst wenn alle es versuchen wollten, selbst wenn ich erkenne, oh Gott, du bist ja echt schlecht dran und komm, ey, du bist ja finster drauf, komm, ich helfe dir eben. Du würdest es mir nicht glauben. Das ist ja das Problem. Ich weiß von dir, versteh mich bitte recht, ich weiß von dir, dass du heilig bist. Ich weiß es. Und ich weiß auch, dass du das weiße Licht deines Bewusstseins bist. Das weiß ich. Der Unterschied zwischen mir und den anderen könnte höchstens sein, dass er das nicht von sich weiß und sich entsprechend auch so verhält, wie er sich verhält. Was dann manchmal doch nicht so gut ist. Ja, also was ja oft hier nicht gut ist. Das war das Problem. Und gebe Gott, dass wir es bald erkennen. Ich meine, dass die Mehrheit das erkennt. Zurzeit sind es noch wenige, die es verstanden haben. Aber ich meine, nur weil die Vergangenheit so war, heißt es nicht, dass die Zukunft auch so ist. Also, cool Blut. Ruhig Blut. Cool bleiben, Baby. Alles in Ordnung. Und jetzt, Herr, jetzt sprechen wir uns erstmal alle heilig. Und wissen genau, okay, komm, ich bin das absolut weiße Licht meines Bewusstseins. Es waren nur meine Gedanken, die es vernebelt haben. Und mir das versammelt haben. Und das Geschrei der anderen war auch nicht gerade sehr zuträglich. Aber gut, jetzt lassen wir es mal kurz beiseite. Alles am besten. Und dann bleiben wir nur noch bei uns. Und dann wissen wir, okay, komm, ich bin heilig, alles gut. Und je mehr du das zu dir sagst, ich bin heilig, es ist alles gut, desto mehr fängst du an, es zu glauben und es zu verstehen. Und auf einmal weißt du es. Und du fühlst es endlich. Und damit hast du eine sehr, sehr lange Reise zu einem sehr glücklichen, noch nicht mal Ende, aber auf jeden Fall zu einem sehr, sehr glücklichen Ausgang erstmal gebracht. Denn zu einem guten Ende in dem Sinne kann es nie kommen. Das Leben ist unendlich. Es kann nie ein Happy End geben. Das sagt immer jemand. Es kann nie ein Happy End geben, denn das Leben endet ja nie. Also es kann immer wieder was Neues kommen. Es kommt auch immer wieder was Neues. So bleibt es ja auch spannend. So unterhalten wir uns alle aufs Beste. Ich wünsche dir im Leben alles, alles Gute. Gesegnete Gedanken und alles, was sich eben so erhebt. Und erheben kann. Und jetzt achten wir darauf, dass wir nichts mehr tun und denken und sagen, was einem anderen erstmal niederknüppelt. Damit haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Im Sinne von Befreiung. Denke immer an. Du bist das weiße Licht deines Bewusstseins, du bist also eine Kristallschwingung, deshalb bist du ja das weiße Licht deines Bewusstseins. Und du bist frei, leicht und unabhängig. Alles gut. Und diesen Zustand reißt sie auch wieder. Alles Gute dabei. Tschüss.